Georgia, 11 Jahre alt. Deinetwegen gibt es diese Sendung, The Voice Kids. Komm zu mir. Applaus bitte nochmal für Georgia. Das war so, so toll. Falling in love with Georgia, sage ich an dieser Stelle. Und vielen Dank an Sie zu Hause, denn dank Ihnen, dank dem Community-Ticket, konnte Georgia hier jetzt wieder im Finale stehen. Und ich bin mir sicher, dieser Auftritt, den du da gerade hattest, das war wieder einer dieser Auftritte, die viral gehen. Definitiv. Und apropos, falls Sie da irgendwie schon im Internet gerade unterwegs sind, gucken Sie doch einfach mal vorbei auf unserem Instagram-Kanal oder unserem TikTok-Kanal, einfach The Voice Kids folgen. Georgia, das war wirklich so, so schön. Und danke, ich habe schön. Es in den Augen deiner Coaches gesehen. Ich erinnere mich noch, Michi und Smudo, ihr habt damals versucht, beziehungsweise ihr habt es ja geschafft, und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass ihr Georgia in euer Team gekriegt habt, indem ihr ihr den Flohwalzer vorgespielt habt. Ja, und den auch noch verkackt haben. Und den als Georgia und mal meinen verkauft habt. Ich wollte eine Jazzversion vom Flohwalzer spielen. Michi hat das nicht verstanden, aber Georgia hat es gleich begriffen. Ja. Nein, es ist toll. Ich finde, man muss als Fußballcoach nicht unbedingt den Elfmeter selber zimmern können. Aber wir haben ja Georgia... die mit dem Argument rüberkommen, dass sie so viel Mut hat, ne? Dass sie mit ihren 11 Jahren da steht und mit so viel Grandezza und Selbstbewusstsein die Lieder schmettert, und sind sehr froh, dass sie über das Community-Ticket reingekommen ist. Von Anfang an unsere Champion. Dankeschön. So sieht's aus. Lena, ich erinnere mich noch, es war ein sehr bitterer Coach-Fight um Georgia. Was hast du gerade gefühlt, als du diesen Auftritt gesehen hast? Ja, es war ein bitterer Verlust, aber jetzt gerade, als ich den Auftritt gesehen habe, habe ich mich natürlich einfach nur gefreut und bin ganz froh, dass du heute hier bist, Georgia, und dass du so toll für uns alle singen konntest. Das war wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Du hast das super gemacht. Dankeschön.